Es wird Zeit, wieder einmal eine Reise in die Vergangenheit der wehrhaften Schweiz zu machen. Das hier ist Made by Chance. Wir befinden uns auf dem Grimselpass. Er liegt 2163 Meter über dem Meer und ist die Verbindung zwischen dem Berner Oberland und dem Oberwallis. In dieser wunderschönen, aber auch sehr rauen Gegend wurden schon seit den 30er Jahren mehrere Stauseen hineingebaut. Ach, bleiben wir doch gleich ein bisschen bei der Geschichte. Bereits Ende des 19. Jahrhunderts wurden die vorzügliche Eignung des Grimsel- und Sustengebietes zur Nutzung der Wasserkraft erkannt. Was heißt das? Reichliche Niederschläge, große Geländekammern, stabiler Granituntergrund sowie große Höhenunterschiede auf kurze Distanz. 1906 erhielten die Vereinigten Kanten und Hagneck-Werke das Recht zur Nutzung der Wasserkraft der Aare und ihre Zuflüsse von der Grimsel bis Innertkirchen. Um gewisse Baupläne aber endlich in die Tat umsetzen zu können, wurde 1925 die Kraftwerke Oberhasli AG, kurz KWO, gegründet. Diese erstellte im Aaretal insgesamt 5 Speicherseen mit den dazugehörigen Kraftwerkzentralen. Somit wurde das Quellgebiet der Aare zu einem gewaltigen Speicher für die Gewinnung von Energie, die so wichtig für unser Land ist. Der größte und beeindruckendste Stausee der KWO ist der Grimselsee. Dieser befindet sich nur wenig unterhalb und auf der Nordseite des Passes. Er liegt sozusagen dem Unteraargletscher zu Füßen. Dieser Stausee wurde im Jahre 1932 fertiggestellt. Warum sind wir hier und was wollen wir hier oben? Neben den markanten Bauten der Wasserkraftgewinnung gibt es hier oben aber auch Objekte, die nicht ganz einzuordnen sind. Es sind Überreste eines der komplexesten und meiner Meinung nach auch einer der faszinierendsten Verteidigungssysteme der Schweiz, deren Ursprung im Zweiten Weltkrieg zu finden ist. Hier oben soll sich ein Artilleriewerk befinden, das eine Besatzung von 250 Männern benötigte. Über 50 große Räume sollen sich in diesem Berg im sogenannten Juchlistock befinden. Angeblich standen hier auch 6 der größten Kanonen, die die Schweiz zum damaligen Zeitpunkt zu bieten hatte. Das ist aber längst noch nicht alles. Der ganze Pass besaß angeblich um die 20 Bunkeranlagen. Einige davon sind Infanteriewerke und sollen so groß sein, dass sie eine Besatzung von 100 Männern aufnehmen konnten. Dazu gehörten 13 Flakstellungen, die das ganze Gebiet mit Kanonen abgedeckt haben. Wir sind hier hochgefahren, um 3 Fragen zu klären. Erstens, was ist dran an diesen Gerüchten? Zweitens, warum sollte sich ausgerechnet hier oben ein solches Arsenal an Waffen befunden haben? Was sollte hier beschützt werden? Und drittens, welche Spuren davon sind heute noch sichtbar? Schön, dass Sie auf unserer Entdeckungsreise dabei sind.
Grimsel als Festungsgebiet in ihrer ganzen strategischen Bedeutung begreifen zu können, suchen wir einen Ort auf, wo die Armee während dem Zweiten Weltkrieg selber das Gebiet überwachte. Wir suchen diese Artilleriebeobachteranlage, die sich hier auf dem sogenannten Nägelisgrätli befinden soll. Östlich vom Grimselsee, auf einer Höhe von etwa 2500 Metern über dem Meer. Die unwirkliche Landschaft hier oben weckt in uns eine große Begeisterung. Unterwegs stoßen wir auf eine über 600 Jahre alte Pionierleistung der Eidgenossen. Ein Säumerweg. Die Vorstellung, dass hier oben Menschen während dem Mittelalter ihre Maultiere mit Salz und Wein beladen hindurchtrieben, lässt abenteuerliche Gefühle aufkommen. Schließlich stoßen wir auf eine alpine Unterkunft. Aufgrund ihrer Konstruktion ist leicht zu erkennen, dass sie einen militärischen Ursprung besitzt. Sie ist aber nicht dieser Bau, den wir suchen. Während wir eine kleine Pause machen, können Sie sich mit unseren Indizien des Artilleriebeobachters herumschlagen. Wir besitzen davon leider keine Koordinaten. Aber die Baupläne. Somit wissen wir in etwa, was wir suchen. Da wir von dieser Anlage auch eine Kopie der Panoramakarte besitzen, haben wir auch eine gewisse Vorstellung, welche Aussicht die dort diensttuenden Männer besaßen. Aufgrund der dargelegten Innenausstattung erkennen wir auch, dass dieses Werk wirklich klein sein muss und deshalb auch schwierig zu finden ist. Darüber muss ich mir aber keine Sorgen machen. Ich habe keine wirkliche Erklärung zu diesem Phänomen. Aber Lorenz spürt einfach alles auf. Leider wurde der Raum schon vor langer Zeit leergeräumt. Aber aufgrund von Plänen wissen wir, dass er drei Betten, eine Kochnische und einen Tisch mit drei Stühlen besaß. Das Einzige, was hier noch zu finden ist, sind Bestandteile einer Infrastruktur, die vor allem auf die Kommunikation ausgelegt war. Was oder wer sollte hier oben genau beobachtet werden? Und gegen wen wurden damals auf der Grimsel all diese Waffen ausgerichtet? Am 8. Januar 1930 druckte das Berner Tagblatt den folgenden Aufruf von einem gewissen Oberstdivisionär Fritz Gertsch. Es ist an der Zeit, dass wir uns mit dem Gedanken eines Angriffes des südlichen Nachbarn befassen. Mussolini hat seinem Volk feierlich versprochen, Italien die von Gott gewollten Grenzen zu verschaffen. Seine Presse hat damals offen herausverkündet, hierzu gehören Graubünden, Tessin, das Gotthardgebiet, die Furka und die Grimsel. Somit wurde das, was Mussolini in seinem Imperium einverleibt hatte, von den Eidgenossen im Stillen zu einer unglaublichen riesigen Festung ausgebaut, von welcher die Grimsel nur ein kleiner Bestandteil war. Dann lasst uns endlich mit dieser Festung auseinandersetzen. Es gibt hier oben drei Typen der schweizerischen Zweitweltkriegsbefestigung. Den ersten Typ, den wir betrachten wollen, ist das Artilleriewerk.
Dieses hier am Juchlistock ist regelrecht sagenumwoben. Schon der ursprüngliche Zugang hatte etwas Geheimnisvolles. Auf Google Map ist dieser weiße, fast ein halber Kilometer lange Streifen zu erkennen. Es sind die Überreste der Militärseilbahn, die direkt in die Anlage führte. Unterwegs finden wir einen Infanteriebunker, der zur Außenverteidigung des Artilleriewerkes gerechnet werden kann. Selbstverständlich versuchen wir, in das Innere zu gelangen. Leider ist alles zugeschweißt. Wir steigen weiter den Überresten der Bahn entlang nach oben. Dort, wo vor vielen Jahren diese Schienen durch ein gewaltiges Portal zum Inneren der Festung führte. Was aber den gewaltigen Bergstationsbunker angeht, so wurde dieser so radikal weggesprengt, dass hier oben nichts mehr an ihn erinnert. Wir sind fassungslos. Bis jetzt haben wir noch keinen Beweis für die Existenz dieses riesigen Artilleriewerkes gefunden. Das sollte sich aber noch ändern. Wir finden mehrere verschiedene Arten von Notausgängen. Alle aber gut verschlossen. In der Ferne sehen wir endlich die Schießscharten der Kanonen. Da es aber aufgrund der Staumauer-Baustelle verboten ist, eine Drohne einzusetzen, müssen wir mit Bildern aus dem Archiv arbeiten. Dokumente aus dem Bundesarchiv lassen interessante Schlüsse zu. Dieses Dokument zum Beispiel wurde im Herbst 2003 erstellt. Ein Protokoll, das die Vernichtung der Kanonen bestätigen soll. Aufgelistet sind 11 Kanonenrohre, die aus der Anlage entfernt wurden. Das Foto ist dem Dokument beigelegt. Das Größenverhältnis kommt hier nicht zum Tragen. Aber hier liegen immerhin 115 Tonnen Metall. Diese Kanonen waren einmal in der Lage, ein riesiges Gebiet mit furchtbaren Granaten zu bestreichen. Von Cristalina an der Grenze zu Italien bis zum Gemstock. Dazu kommt das ganze Gelände von Passo San Giacomo bis in das Binntal. Im Westen deckten die Kanonen das Gebiet Formazza in Italien bis nach Fiesch ab. Ein riesiges alpines Gebiet, das mehrere solche großen Artilleriewerke besaß. Kampfanlagen, die sich über größere Distanzen treffsicher gegenseitig beschützen konnten. Es ist mir bewusst, dass in den 80er Jahren ein bestimmter Mythos zerstört wurde. Aber ich bin immer noch der vollen Überzeugung, dass das Red V eine gewaltige Kriegsmaschine war, die für jeden Angreifer bei einem Versuch, über das Gotthardgebiet zu gelangen, zu einem Albtraum geworden wäre. Geländewinkel 0145. Antworten. 681 070. Stimmt. Länger 101 Schuss. Antworten. Abziehen 1 weniger. Elevation 408. Annahlein. 1 Schuss. Antworten. Ein kleines Detail auf dem Protokoll lässt einige Fragen offen und darf nicht vergessen werden. Eine Kanone wurde hier im Berg zurückgelassen.
Auch davon existieren Bilder. Vielleicht gibt es Pläne, eines Tages diese Anlage für die Öffentlichkeit zugänglich zu machen. Es gibt noch ein Rätsel, das mich seit den Recherchen rund um dieses Artilleriewerk beschäftigt. Aus den Unterlagen ist zu entnehmen, dass 13 sehr aufwendig gebaute Flappstellungen auf das Artilleriewerk gebaut wurden. Auf Luftbildern aus dem Zweiten Weltkrieg ist ihre auffällige Konstruktion deutlich zu erkennen. Doch auf den heutigen Luftbildern ist davon nichts zu sehen. Warum? Sind sie alle überwachsen? Oder extrem gut getarnt? Wir suchen einige Flappstellungen auf, deren genaue Standorte wir aufgrund eines in einen Plan eingezeichneten Gebäudes ermitteln können. Das Gebäude ist zwar nicht mehr da, aber sein ehemaliger Standort leicht zu finden. Es handelte sich hier um das Betriebsgebäude des Festungswachkorps. Das sind total coole Sequenzen. Ich mag diese Bilder. Von diesen Flappstellungen sind heute noch wenig Überreste zu finden. Zumindest genug, um sie als existent zu belegen. Wir finden aber noch einen weiteren Zugang, der in das Artilleriewerk geführt hätte. Er befindet sich innerhalb eines Stollens, der für Wanderer zugänglich gemacht wurde. Hier finden wir auch den zugemauerten Zugang zur Totenkammer. Was uns auf der anderen Seite dieser Mauer erwarten würde, wissen wir aus Archivbildern. Obwohl diese nie wirklich in Gebrauch war, löst sie in uns so etwas wie eine sakrale Stimmung aus. Vielleicht ist es Ausdruck unseres Wunsches, den wir hier beerdigen mussten. Den Wunsch, in die Anlage gelangen zu können. Was wir aber haben, sind kostbare Bilder aus dem Archiv. Das Artilleriewerk Grimsel hatte einen Hauptstollen von rund 1 Kilometer Länge. Auf insgesamt 5 Stockwerken verbanden sich Artilleriewerk, Unterkunft für 250 Männer und eine Infrastruktur mit über 50 Räumen. Darunter gab es ein Krankenzimmer, eine Stromversorgung mit 3 Sulzer Dieselaggregaten und sogar eine Kehrichtverbrennungsanlage. Dann gab es noch diese berühmte Bäckerei. Die Grimsel-Bäckerei war für ihre hauseigenen Pizzen und Butterzöpfe bekannt. Was für ein absurder, vielleicht lustiger oder ganz einfach schöner Gedanke. Die große Artillerie-Kriegsmaschine auf dem Grimsel war bekannt für ihr feines Gebäck. Ich erwähnte bereits die 3 Typen der schweizerischen Befestigungen, die hier oben auf der Grimsel vertreten sind.
Der erste davon wäre das Artilleriewerk. Den zweiten Typ nenne ich den Staumauerschutz. Um die Notwendigkeit dieser Art von Verteidigung verstehen zu können, benötigen wir nochmals einen kleinen Abstecher in die Geschichte. Also lehnen Sie sich zurück und genießen Sie mit mir zusammen ein kleines Stück Vergangenheit der Schweiz. Wenn uns hier oben ein Bau eine wirklich alte Geschichte zu erzählen hat, dann ist es das ehrwürdige Hotel Grimsel Hospiz. Dieses thront zwischen den beiden Staumauern. Bereits 1142 stand hier das erste urkundlich erwähnte Gasthaus. Ursprünglich eine Herberge für arme Wanderer, die über den Pass auf die andere Seite der Berge gelangen wollten. Aufgrund eines Brandes im Jahre 1852 musste das Gebäude wieder neu aufgebaut werden. Von diesem neuen Bau existieren noch heute einige Fotografien. Der Komfort dieser Herberge ließ aber zu wünschen übrig. Davon zeugt der Reiseführer von Baedeker aus dem Jahre 1930. Die Reisenden mussten in einem, ich zitiere, überfüllten Haus in kleinen Zellen schlafen, die nur durch Bretterwände geschieden sind. Dadurch ist jedes kleinste Geräusch bis zur dritten Zelle hörbar. Na dann, gute Nacht. Wie steht es am Grimselpass? Von der Seilbahn des Kraftwerkes aus erblickt man eine stille Winterlandschaft. Kein Leben regt sich an den Ufern des Grimselsees. Die Straße schläft. Geschlossen ist das Hospiz. Erst der Bau der Wasserkraftwerke ab dem Jahre 1925 führte zu starken baulichen Veränderungen. So musste das alte Hospiz um 1930 dem Ausbau des Stausees weichen. Als Ersatz erstellten die Kraftwerke 1932 auf dem höher gelegenen Felskopf das neue, noch heute stehende Gasthaus. Dies wurde zum ersten elektrisch beheizten Hotel von Europa. Zwischen 2008 und 2010 wurde das Hotel liebevoll umgebaut. Noch heute finden wir darin wunderschöne Spuren aus der Vergangenheit der 30er Jahre. Aber jetzt mal zu einer wichtigen Frage. Was musste die Armee hier oben während dem Zweiten Weltkrieg beschützen? Die Antwort finden wir in Hermann Hallers Kinofilm «Wehrhafte Schweiz» aus dem Jahre 1939. Dieser Film stand ganz im Sinne der sogenannten geistigen Landesverteidigung. Schließlich war der Produzent dieses Filmes das eidgenössische Militärdepartement. Die Botschaft des Filmes ist eindeutig. Um wehrhaft sein zu können, muss die Schweiz bestimmte Voraussetzungen erfüllen. Eine davon wird ohne Worte nur in Bildern vor Augen gemalt. Schauen Sie gut hin. Warum war die Elektrizität ein so wichtiger Faktor in der Kriegswirtschaft? Diese Frage wurde im Vorprogramm der Kinos mit Hilfe der Schweizer Filmwochenschau beantwortet. Hier ein kleiner Ausschnitt aus dem Jahre 1942. Vor dem Krieg war es eine Selbstverständlichkeit, dass uns diese Drähte Elektrizität ins Haus brachten, so viel wir wollten und brauchten. Gedankenlos drehten wir am Schalter und hatten Licht, Kraft und Wärme in Hülle und Fülle. Unerschöpflich schienen die Drähte zu sein, unversieglich ihre Quelle. Aber dann kam der Krieg, der uns Mangel und Einschränkungen brachte. Der Verbrauch von Kohle, Holz und Heizöl musste rationiert werden
und hunderte von Betrieben stellten sich auf Elektrizität um, denn sie ist der einzige Energiespender, den wir nicht einführen müssen. Die Elektrizität ist der einzige Energiespender, den wir nicht aus dem Ausland importieren müssen. Somit können wir nun verstehen, warum der Grimselpass militärisch gesehen so wichtig war und unbedingt verteidigt werden musste. Dass die Stromgewinnung und die Kriegswirtschaft ein enges Paar waren, zeigte sich auch im Bau des Kraftwerkes von Innertkirchen. Die KWO baute während dem Zweiten Weltkrieg das Maschinenhaus in eine 600 Meter im Berg verborgene Kaverne hinein. Schauen Sie sich diese Bilder an. Wir sprechen von einem riesigen, bombensicheren Kraftwerkbunker. Im Dritten Reich hätte eine solche Anlage die Bezeichnung als Untertageverlagerung erhalten. Wir möchten also etwas über den Staumauerschutz beim Grimselsee erfahren. Hier besteht er aus drei Werken. Das erste ist im Artilleriewerk integriert. Das zweite ist der Öffentlichkeit zugänglich gemacht worden. Es befindet sich zwischen den beiden Staumauern auf dem Hospizfelsen. Ein paar Beschriftungen geben dem Unwissenden über den düsteren Bau eine geschichtliche Einordnung. Nett. Ich mag dieses Bild, denn die Aussage ist irgendwie: Wahre Männer lieben Bunker. Das interessanteste Werk des Staumauerschutzes befindet sich aber im Osten der Seeufereckmauer. Natürlich prüfen wir zuerst, ob wir hineinkommen. Zugeschweißt. Da wir weder Informationen noch Pläne aus der Innenwelt besitzen, sind diese Bilder alles, was wir darüber zeigen können. Lasst uns nochmals zusammenfassen. Auf der Grimsel sind drei Typen der schweizerischen Befestigungen auszumachen. Erstens das Artilleriewerk. Zweitens der Staumauerschutz. Und drittens die Sperrstelle. Bei der Betrachtung dieses Types erlaube ich mir, hypothetisch vorzugehen. Hätten die Italiener während dem Zweiten Weltkrieg tatsächlich versucht, über die Grimsel in die Innerschweiz zu gelangen, wären sie unterwegs von mehreren Artilleriewerken so beschossen worden, dass sie dezimiert und angeschlagen hier oben angekommen wären. Mit ihren Fahrzeugen hätten sie hier durch diese enge Stelle fahren müssen. Laut Plänen wären sie hier auf ein Steckhindernis gestoßen, das den Konvoi gezwungen hätte, anzuhalten. Von den Löchern ist heute nichts mehr zu sehen. Wir können aber die Existenz dieses Abwehrsystems mit Hilfe von diesem Gebäude beweisen. Es handelt sich hier um das Magazin für die Steckelemente. Was wir auch nachweisen können, sind die verpunkelten Panzerabwehrkanone und das Maschinengewehr, die vom Westen her auf die angehaltenen Fahrzeuge eingewirkt hätten.
Es gibt Quellen, die mit Bildern belegen wollen, dass dieser Bunker noch heute komplett ausgerüstet sein soll. Leider können wir diese Aussage nicht überprüfen. Was wir aber besitzen, ist diese fantastische Fotografie aus dem Zweiten Weltkrieg. Da solche Bilder absolut verboten waren, ist es für uns ein Rätsel, warum dieses Foto überhaupt existiert. Es zeigt den Bunker während den militärischen Bauarbeiten. Schon von Anfang an war dieser Bau extrem auffällig. Deshalb suchen wir auch nach Spuren einer Tarnung und finden keine. Warum? Ein Dokument aus dem Jahre 1984 könnte darüber Aufschluss geben. Ein Abschlussbericht des Bundesamtes für Chemie und Festungen über den Zustand der Tarnungen im Reduy. Hier wird die Aussage gemacht, dass sich das Gebäude zufriedenstellend in die Landschaft integriert, denn es könnte vermutet werden, dass es sich hier um ein Wasserreservoir handelt. Wir machen uns auf, das Gegenwerk im Osten aufzusuchen. Auch dieses ist schon von Weitem gut sichtbar. In diesem Fall war es aber nicht immer so. Die Tarnung wurde zu einem Opfer des Zahnes der Zeit. Ursprünglich war das Werk mit zwei schweren Maschinengewehren ausgerüstet. Der Eingang befindet sich zwischen den beiden Kampfständen. Obwohl wir auch hier nicht hineingelangen können, besitzen wir eine gewisse Vorstellung über die Innenwelt. Dies dank eines Bauplanes. Das Werk war relativ groß und umfasste neben den Kampfblöcken eine Infrastruktur wie Schleuse, Unterkunft und Maschinenraum. Aufgrund der folgenden Indizien können wir die Aussage treffen, dass diese Sperrstelle für eine angreifende Armee zu einem Albtraum geworden wäre. Neben den drei verbunkerten Maschinengewehren wären hier noch 30 weitere zum Einsatz gekommen. Die Baupläne nennen diese Stellungen Schützenlöcher. Es handelte sich um in den Fels ausgebrochene Löcher, die mit einem Mauerwerk verstärkt und mit einem Holzrost auf dem Boden versehen wurden. Der Einstieg war mit einem Holzdeckel verschlossen. Dazu weist der ganze Pass riesige Flächen auf, die während dem Zweiten Weltkrieg mit Stacheldrahtverhauen überzogen waren. Davon zeugen nicht nur die Pläne, sondern auch die Verankerungen, die hier oben überall noch zu finden sind. Eine Frage drängt sich uns immer wieder auf. Wie viele Soldaten waren während dem Zweiten Weltkrieg hier oben stationiert? Die Indizien sprechen von einer riesigen Armee. Neben den Festungen finden wir hier oben mehrere solche Militärunterkünfte. Dazu können wir nachweisen, dass hier oben mindestens 14 solche Unterstände existieren. Diese konnten jeweils eine Mannschaft von 12 bis 24 Männern aufnehmen. Was den Westbunker angeht, so habe ich Ihnen
lieber Zuschauer, nur die halbe Wahrheit erzählt. Was wir hier sehen, ist nur der Kampfstand eines riesigen Felsenwerkes. 130 Treppenstufen führen von ihm unterirdisch in eine zweistöckige Unterkunft. Ausgelegt für 100 Soldaten. Es wird Zeit, bei diesem Film langsam aber sicher zu einem Schluss zu kommen. Diese Blechbaracke ist der Haupteingang. Diese Bilder aus dem Archiv sind keine 5 Jahre alt und untermauern dieses Gerücht, dass die Innenausstattung noch vorhanden ist. All diese Räume mit ihrem Inhalt existieren im Verborgenen und werden von der Außenwelt nicht mehr wahrgenommen. Für uns sind sie zu einem Symbol einer vergessenen Zeit geworden, einer Zeit, in welcher man auf dem Grimselpass Feuer und Wasser vereinte, um einer großen Bedrohung eine wirksame Verteidigung entgegenstellen zu können.